Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Mit Strom, Erdgas, Wärme sorgen wir für Ihr Wohlbehagen. Das regionale Abendmagazin. Heute im Studio Carsten Riedel. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Montagsausgabe von Tag Aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem heutigen Abendmagazin. Wir schauen jetzt auf die Themen der heutigen Sendung. Landrat beschenkt Kirchberger Schulanfänger. Voller Hauptmarkt zum Straßenfest Eigenart. Globus Zwickau begrüßt neue Lehrlinge und im Sportteil gelungene Heimpremiere für den FSV Zwickau. Doch dazu etwas später in unserer heutigen Sendung. Im Landkreis Zwickau hat heute für mehr als 2600 Schulanfänger der sogenannte Ernst des Lebens begonnen. Nach den Geschenken der Verwandten am Wochenende gab es heute das nächste Geschenk für die Jungen und Mädchen. Das Landratsamt hat Präsente für die Kleinen verteilt. An der Ernst-Schneller-Grundschule in Kirchberg übergab sogar der Landrat persönlich die Geschenke, zusammen mit dem Bürgermeister der Stadt, Wolfgang Becher. Als die Feierstunde 10 Uhr begann, war der erste Schultag für die Schulanfänger schon fast vorüber. Ihren ersten Unterricht hatten sie schon hinter sich. Zunächst eröffnete der Chor die Feierstunde und begrüßte die neuen Schüler musikalisch. In der Ernst-Schneller-Grundschule ist diese Art der Begrüßung schon Tradition. Also wir haben heute früh hier begonnen mit einem Klassenleiterunterricht und es ist Tradition bei uns, dass dann, bevor die Erstklässler nach Hause gehen, eine Schülerversammlung stattfindet. Alle Schüler unserer Schule kommen zusammen und begrüßen die Neuen in ihrer Gemeinschaft, geben ihnen die Gewissheit, ihr seid bei uns wohl aufgehoben, wir helfen euch, wenn wir können und wir freuen uns, dass ihr da seid. Der Besuch des Landrates war dabei ein ganz besonderer Höhepunkt für die Schüler, nicht nur für die Erstklässler. Aufmerksam verfolgten die Kinder die Worte des Chefs vom Landkreis, wie die Schulleiterin den Gast vorstellte. Christoph Scheurer wünschte den Kleinen einen guten Start in die neue Lebensetappe. Er weiß es nur zu gut, was es heißt, ein schulpflichtiges Kind zu haben. Sein Jüngster, so verriet er, gehe in die 9. Klasse. Da gibt es natürlich schon eine gewisse Routine, doch für die Kinder in Kirchberg war heute früh erstmal alles ganz aufregend. Also die sind heute früh von ihren Eltern natürlich sehr aufgeregt, nicht nur die Kleinen, sondern auch die Eltern, von den Klassenlehrern in Empfang genommen worden, sind in ihrem Klassenzimmer eingewiesen worden und haben die ersten Kontakte mit ihrem Lehrer gehabt. Sie haben natürlich schon vorher die Lehrer gekannt, wir hatten ja die vorschulischen Angebote. In diesem Jahr gibt es hier in Kirchberg 41 Schulanfänger, übrigens der niedrigste Stand seit Jahren. Doch für den Unterricht sind kleine Klassen ja eher hilfreich. Am Rande der Feierstunde hat die Schulleiterin verraten, welche Wünsche sie an die Eltern der Kinder hat. An die Eltern hätte ich einen großen Wunsch, nämlich sachlich mit uns zu kooperieren. Wir sind nämlich bereit, mit den Eltern eine richtig gute Elternarbeit zu machen. Und ich würde mir außerdem noch wünschen, dass man Kleinigkeiten, die im Alltag passieren, vielleicht zu Hause mit den Kindern so bespricht, dass die Kinder das nicht als Problem oder sonst was sehen, sondern dass man auch einen Lehrerwechsel und so weiter. Ich hatte heute viele Gespräche schon mit Eltern, dass die Eltern zu Hause sagen, guck, ich finde deinen Lehrer doch wirklich in Ordnung und es ist ein neuer Lehrer und du kommst damit bestimmt gut klar. Und es ist auch so gewesen heute, die zwei neuen Lehrer, die wir haben. Ich war in den Klassen, die Kinder sind begeistert. Doch am meisten begeistert waren die Kinder natürlich vom Besuch des Landrates. Wer kann schon von sich behaupten, vom Landrat persönlich zum Beginn der Schule beglückwünscht worden zu sein? Eine Brotbüchse, eine Trinkflasche und eine Grußkarte bekam jedes der Kinder von Landrat und Bürgermeister überreicht. Und dazu bekam jeder ein Buch, die Häschenschule von Albert Sixtus.
Auf dem Zwickauer Hauptmarkt wurde am Samstag zum 17. Mal das Straßenfest der Behindertenhilfe gefeiert. In diesem Jahr stand es unter dem Motto Farbenspiel im Wind. Und es war tatsächlich eine bunte Mischung an Programmpunkten, die die Gäste bis zum Abend erleben konnten. Den Auftakt machten traditionell die Trommler, optisch unterstützt von einem bunten Fahnenspiel. Danach reihte sich auf der Bühne ein Programmpunkt an den nächsten. Was mittlerweile nicht fehlen darf, ist der Straßenfest-Song, geschrieben von Jens Kössling. Ein Organisator der ersten Stunde ist Rolf Schlagmann. Er erinnert sich noch ganz genau, wie das Straßenfest Anfang der 90er Jahre ins Leben gerufen wurde. Und die Mitarbeiter der Lukas-Werkstatt haben damals gesagt, es gibt so viele Veranstaltungen, wo Vereine sich präsentieren. Wir würden gerne mal weniger die Präsentation zum Thema Behindertenhilfe machen, sondern mit Menschen, die behindert sind, was Gemeinsames. Und da ist aus dieser Initiative hier ein Fest entstanden. Und das war gleich sehr schön, es hat auch mal der Ort gewechselt. Und von Anfang an war auch so die Überlegung, findet man nicht Partner, alleine kann man es nicht stemmen. Und ich habe mich also enorm gefreut und auch dafür eingesetzt, dass andere Werkstätten oder Träger Behindertenarbeit sich mit engagieren. Und es ist von Jahr zu Jahr mehr geworden, in diesem Jahr 15 Partner. Das ist also wunderbar. Und ein Miteinander ist ja nicht nur, dass man damit mehr Kraft hat, sondern man kommt auch in das Miteinander unterschiedlicher Arbeitsgebiete hinein. Und wir erleben ja, dass hier wirklich ein Fest ist, wo Menschen zusammen sind. Und wo die Frage, ist da jemand behindert oder ist er nicht behindert, was das auch heißen mag, nicht behindert zu sein, zusammen, sondern es ist einfach ein Miteinander. Wunderbar. Mit dieser Aussage, was ist eigentlich behindert, hat Rolf Schlagmann den Nagel auf den Kopf getroffen. Bei diesem Straßenfest konnten die Besucher mit verschiedensten Menschen zusammentreffen oder auch ins Gespräch kommen. Und dabei wird deutlich, jeder Mensch hat halt seine Stärken und auch seine Schwächen. Ja, ich bin sehr vorsichtig und differenziert zu sagen, der ist behindert und der andere ist ohne Behinderung. Das eine sieht man, nimmt man wahr, das andere nimmt man vielleicht nicht wahr. Aber jeder Mensch ist eine ganz besondere Schöpfung auch und mit vielen Gaben ausgestattet. Und manche sieht man leicht, manchmal sieht man nicht leicht. Und deswegen würde ich das gar nicht so differenzieren. Wenn wir hier zusammen sind, und das ist auch meine Lebenserfahrung, dann staunt man, was in jedem von uns steckt. Und dass nicht die Leistung immer über eine Gabe entscheidet, sondern wie sich jemand geben kann, wie er den anderen wahrnimmt, wie das miteinander gestaltet. Wir hatten vorhin so ein sehr schönes Beispiel auf der Bühne, wo jemand, der blind ist, sehr schön singt und Flöte spielt und sich in eine Gruppe einbindet aus Mitarbeitern und Menschen, die betreut werden. Das ist dann bald nicht mehr zu unterscheiden und genau das ist das Ziel. Das Straßenfest auf dem Hauptmarkt zu veranstalten ist überaus passend. Hier kommen die meisten Passanten vorbei und können sich aus erster Hand über die Behindertenarbeit der verschiedenen Träger informieren. Interessante Gespräche ergeben sich davon ganz allein. Wie nimmt ein Blinder seine Umwelt wahr? Wie kommuniziert man in Gebärdensprache? Welche Probleme hat man als Rollstuhlfahrer im täglichen Leben? Also die Echos, die ich bis jetzt erlebt habe, waren durchweg positiv. Manche staunen, manche machen auch einen Bogen. Oder manche machen einen zaghaften Versuch, hindurchzulaufen und denken, ich bekomme da die ersten Kontakte. Und das ist ja auch so eine Lebenserfahrung. Wenn man sich einlässt aufeinander, dann findet man immer Brücken, aufeinander zuzugehen. Und dann staunt man manchmal, warum man vorher so eine Schwierigkeit hat. Also für mich ist immer so ein Beispiel, wenn uns ein Missgeschick passiert, dann lachen wir miteinander. Wenn einem Menschen mit einer Behinderung ein Missgeschick passiert, dann traut man sich nicht. Da ist man völlig verstört und denkt, na, es könnte beleidigen oder so. Und schon wird es unnormal im Miteinander. Ne? Und ich denke, das kann man hier ein Stück lernen, aufeinander zuzugehen, sich anzufassen, auch mal eine Hemmung zu überwinden, sich anfassen zu lassen, also miteinander zu leben. Das Anfassen besteht ja nicht nur im Taktil, sondern überhaupt sich einzulassen. Eine Neuerung gab es in diesem Jahr, der Name des Straßenfestes. Bislang einfach nur Straßenfest der Behindertenhilfe genannt, bekam es in diesem Jahr einen ganz eigenen Titel. So wie es eben das Stadtfest oder das Altstadtfest gibt, gibt es jetzt den Titel Eigenart. Eigenart soll eigentlich nicht so auf das Unterschiedliche der Eigenart, wie wir es manchmal im Sprachgebrauch abzielen, sondern hat auch den Begriff Art als Kunst. Ein Begriff, dass also es ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, auch Kunst darzustellen. Und dort ist das die Berührung mit Menschen, die eine Behinderung haben und ihre Kunstverständnis mit unseren zusammenbringen, nochmal ein Erlebnis. Und dieses ist dann noch zum Titel geworden. Eigenart. Wir sind in der Lage, jeder eine eigene Art, eine eigene Kunst auch voranzubringen. Und so ist auch
das Fest ein Stückchen verändert in den letzten Jahren, weg auch nur von Essen und Trinken und sich begegnen und Aktionen des Sports, des Spiels, hin auch zur Darstellung von Kunst, Kultur. Wenn wir das sehen, im Moment erleben wir gerade das Kellertheater mit einer Aufführung, die, denke ich, wirklich Kunst ist. Und das soll auch ein Stück für die Zukunft sein. Also es soll auch ein gewisses Niveau in diesem Fest liegen, außer sich nur zu amüsieren. All das zusammen macht den großen Erfolg dieses Straßenfestes aus. Was einst als kleine Veranstaltung einer einzigen Einrichtung begann, erlebt im kommenden Jahr bereits seine 20. Auflage. Im Zwickauer Globusmarkt wurden am Samstag die neuen Auszubildenden begrüßt. Die künftigen Mitarbeiter selbst auszubilden gehört zur Philosophie des Einzelhandelsunternehmens. Im Globus gibt es die unterschiedlichsten Berufe und derzeit sind noch nicht alle Ausbildungsplätze besetzt. Drei junge Leute konnten die Geschäftsleiterin und die Personalchefin am Samstag begrüßen. Daniel Langnickel ist im Globus aber schon ein bekanntes Gesicht. Genau, also ich habe einen Verkäufer gemacht, habe angefangen als überbetrieblicher Lehrling und jetzt mache ich einen Einzelhandelskaufmann bei Globus. Und was passiert da in den nächsten Monaten? Ein Jahr hast du noch oder wie viel? Ein Jahr habe ich noch, ja. Ja, dann muss ich halt jetzt das alles lernen, wo ich ein Geschäft selber führen kann, also Buchhaltung, ganze mathematischen Sachen. So weit wie er sind seine beiden Kolleginnen noch nicht. Für sie geht die Ausbildung jetzt erst los. Sie werden in den nächsten Jahren den Einzelhandel von A bis Z kennenlernen. Ja, ich fange eine Ausbildung an zur Verkäuferin im September. Und mein Ziel ist es halt danach, noch Kauffrau für Einzelhandel zu machen, so wie er es gemacht hat. Was heißt das jetzt? Was passiert dann auf dem nächsten Weg? Wie sollte es am besten weitergehen? Na, natürlich erstmal übernommen werden. Und dann die Ausbildung zur Kauffrau für Einzelhandel anfangen. Alle drei sind glücklich darüber, ausgerechnet bei Globus eine Ausbildung zu erhalten. Lange überlegen mussten sie nicht, als sie gefragt wurden, warum sie sich für Globus entschieden haben. Naja, ich habe zum Beispiel schon mal viel Gutes gehört, dass sie eine relativ gute Ausbildung bieten. Und meine Schwester hat es mir auch mal angeboten und ich dachte, probieren kann ja mal nicht schaden. Doch alle bei Globus angebotenen Ausbildungsstellen sind noch nicht besetzt, sagte die Personalchefin. Dieses Jahr 2012, zum Ausbildungsbeginn, haben wir leider die Stelle des Fleischers noch nicht besetzen können oder der Fleischerin. Ebenso wenig die Stelle der Köchin, des Kochs. Da sind wir noch auf der Suche. Noch ist es also möglich, sich für eine entsprechende Ausbildung bei Globus zu bewerben. Beide Ausbildungsberufe richten sich selbstverständlich gleichermaßen an männliche und weibliche Bewerber. Für das Jahr 2013 wollen die Wasserwerke Zwickau einen Kalender mit interessanten und schönen Fotos zum Thema unsere Region und das Wasser herausgeben. Das Unternehmen ruft begeisterte Hobbyfotografen auf, von unserer Heimat schöne Landschaftsfotos für den Kalender einzureichen. Die ausgewählten Fotos werden im Querformat mit einer hohen Auflösung benötigt. Unter allen Teilnehmern werden drei Preise verlost. Die Fotos müssen bis zum 21. September bei den Wasserwerken eingereicht werden. Mehr Informationen, die gibt es natürlich im Internet und die Adresse haben wir für Sie eingeblendet. Werbung. Entdecken Sie Zwickau wie zu Schumanns Zeiten. Am 8. und 9. September öffnet die Stadt wieder ihre Tore zum historischen Markttreiben. Erkunden Sie Zwickaus Plätze mit traditionellem Handwerk und erleben Sie Gaukler, Artisten und Musikanten. Versäumen Sie nicht die Fahrten in einer historischen Kutsche und entdecken Sie Spiele und Papiertheater aus Schumanns Zeit rund um den Domhof und in der Galerie. Erfahren Sie mehr über das Leben des Komponisten im Robert-Schumann-Haus und werfen Sie einen Blick auf das mittelalterliche Zwickau in den Priesterhäusern am Domhof. Und? Hat's diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Hofmann Personalleasing bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Hofmann Personalleasing. Und? Wann bewerben Sie sich? Nicht vergessen, das historische Markttreiben am 8. und 9. September im Herzen Zwickaus. Am Sonntag, zum Tag des offenen Denkmals, öffnen zudem zahlreiche Baudenkmäler ihre Pforten.
Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten, mit Küche vom Feinsten, mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Damit Sie sicher unterwegs sind, mit besten Empfehlungen für Ihre Sicherheit. Wir sichern Ihr Zuhause, mechanisch und elektronisch, dass Sie ruhig schlafen können. Beratung und Verkauf im hauseigenen Ladengeschäft. Wutzler Sicherheitstechnik auf der äußeren Schneeberger Straße in Zwickau, direkt gegenüber der IHK. In der Nacht zum Sonntag kam es abseits der Zeitzer Straße in Krimitschau zu einer Raubstraftat. Ein 31-Jähriger war auf dem Nachhauseweg, als er gegen 1.30 Uhr den Friedenspark durchqueren wollte. Plötzlich wurde er von zwei Personen rücklings angegriffen und zu Boden gestoßen. Als er sich nach einiger Zeit wieder aufrappeln konnte, waren die Täter und sein Rucksack verschwunden. Bei dem Überfall trug der Mann Schürfwunden und Hämatome davon. Allerdings wurde die Polizei erst am Sonntagnachmittag von dem Vorfall informiert. Die Kripo Zwickau sucht nun nach Zeugen. Kultur erleben, Freizeit gestalten, auch mit uns. Highspeed Internet mit DSL 10.000 im Netz der Osttelekom. Dazu Kabelfernsehen, Telefon und ein unschlagbarer Kundenservice. Informieren Sie sich bei Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis bei Zwickau. Am 17. Mai 1862 wurde die Dampfkesselfabrik Franz Louis Oschatz handelsgerichtlich eingetragen. Aus dem Unternehmen ging später der Meraner Dampfkesselbau hervor. Vom 7. September bis zum 28. Oktober zeigt das Heimatmuseum im Alten Rathaus am Markt die Geschichte dieser Meraner Traditionsfirma. Die Eröffnung der Sonderausstellung 150 Jahre Meraner Dampfkesselbau findet am Freitag um 19 Uhr im Heimatmuseum statt. Nach dem ausgefallenen Spiel gegen Jena gab es am dritten Spieltag die Regionalliga-Heimpremiere für den FSV Zwickau. Als Gegner kam die zweite Mannschaft von Union Berlin nach Eckersbach am vergangenen Sonntag. Vor Spielbeginn waren beide Trainer optimistisch gestimmt. Das konnte zumindest Wolfram Puschmann in Erfahrung bringen. Thorsten Ziegner, eigentlich sollte das ein ganz anderer Regionalliga-Auftakt für den FSV Zwickau werden. Erstmal der Spielausfall gegen Jena, dann die nicht unbedingt eingeplante Niederlage beim Berliner AK. Aber heute wird alles ganz, ganz anders, bestimmt. Ja, wir hoffen es natürlich. Wir haben uns so vorbereitet, dass wir eben diesen Bock jetzt möglichst zeitig umstoßen wollen und das am besten heute. Für uns war es natürlich nicht optimal, dass das erste Spiel ausgefallen ist und wir dann in Berlin eben einen absolut rabenschwarzen Tag erwischt haben. Aber so ist der Sport nun mal. Es ist nicht planbar, aber wir werden weiter akribisch und hart arbeiten und hoffen natürlich, heute die ersten Früchte ernten zu können. Na, wir rechnen uns erstmal aus, dass wir spielerisch weiterkommen, dass wir uns heute hier gut präsentieren und dass die Jungs die Siegermentalität entwickeln, um das Spiel hier auch zu gewinnen. Wir sind nicht hergefahren, um hier uns geschlagen zu geben, sondern ganz im Gegenteil. Für uns spielt es keine Rolle, ob wir heim oder auswärts spielen. Wir wollen unser Ding durchziehen und das wollen wir hier präsentieren. Also das klingt doch recht optimistisch, was die beiden Trainer zu vermelden haben. Die dunkel gekleideten Berliner sehen wir hier im Angriff. Hofmann ist schnell, Ujastowski, Torhüter Unger aufmerksam. Und der Nachschuss von Oliver Hofmann geht am Tor des FSV Zwickau vorbei ins Aus. Hier ist es Steven Skrzypski, aber er hat keine Möglichkeit, an Marcel Drehkopf vorbei zu eilen. Dann wird Union leichtsinnig. Tobias Fugmann bringt das Leder auf den Kopf von Routinier Steffen Kellig. Und da steht es schon 1:0 für den FSV Zwickau. Ruhender Ball für die Gastgeber. Wer macht's? Wölfel? Nein, Manuel Stiefel. Kellig fast mit dem 2:0. Der FSV Zwickau nun tonangebend und nach diesem langen Bein der Union-Abwehr gibt's Strafstoß. Florian Grossert trifft
Und der FSV Zwickau führt 2:0. Union-Torwart Bruschke ohne Chance. Kurz danach Freistoß andere Seite. Marian Unger geht auf Nummer sicher. Und die letzte Aktion in der ersten Spielhälfte. Dieses Kellisch-Geschoss. Und dann ist eben diese erste Spielhälfte vorüber. Der Mann in Grün bislang ohne Fehl und Tadel. Torhüter Marian Unger. Zwickau nun in Hälfte 2 tonangebend. Hervorragend gespielt von Kapitän Manuel Stiefel. André Luger läuft den Pass, zieht ab. Die Hauptstädter im Glück. Die Versuche der Unioner, zum Torerfolg zu kommen, sehen wir hier. Erneut André Luge startet für die Rot-Weißen, wird gelegt, es gibt Freistoß. Die Gästemauer wird noch einmal zurückbeordert und plötzlich läuft Florian Korsert los, irritiert die Gäste Marco Wölfel mit seinem Treffer zum 3:0. Läuft gut, zeigt Co-Trainer David Wagner an. In dieser Szene bedient Tobias Fugmann ganz geschickt seinen Mannschaftskameraden. Das wäre ein Tor wert gewesen. Der direkte Gegenzug von Union. Die Gastgeber dürfen hier durchatmen. Wir sind bereits in der Schlussphase dieser Regionalliga-Begegnung. Spielführer Stiefel sieht den startenden Davy Frick. Er war vorher eingewechselt worden und der Davy trifft zum 4:0 Endstand in dieser Begegnung zwischen Zwickau und der zweiten von Union Berlin. Ja, Auftakt nach Maß, zu Hause in Zwickau. Nachdem wir letzte Woche ja noch nicht unser wahres Gesicht zeigen konnten, warum auch immer, haben wir heute uns viel vorgenommen und haben das 1:1 umgesetzt. Das freut mich natürlich. Vorne 4, wie Sie sagen, sensationell für die Zuschauer, die uns stark unterstützt haben. Ist ja mein erstes Heimspiel. Also muss ich schon sagen, es war auf den Rängen so, wie man sich das wünscht. Akustisch 90 Minuten und trotzdem fair. Und hinten die Null ist natürlich für mich das Wichtigste. Das habe ich auch versucht, den Jungs einzutrichtern, dass ich hier zu Null spielen möchte. Also umso schöner die Heimpremiere. Das sind unsere oder drei von unseren Zwickauer Balljungs. Philipp, Vincent und Jupp. Und bis zur 82. Minute stand es 3:0, wenn wir nochmal auf die Tafel schauen. Und einer von euch hat die Idee gehabt, die 4 schon unten ranzustellen. Wer war's denn? Hand aufs Herz. Ich war's, weil das ist ja klar, dass Zwickau immer noch ein Tor schießt und ja. Philipp und Vincent und Jupp, ihr seid eigentlich richtig zufrieden, nachdem es in der vergangenen Woche nicht so lief. Jupp, heute 4:0, wird ein bisschen gefeiert zu Hause mit der Mutti, mit dem Vati? Klar, da feiern auf jeden Fall, ja. Und Vincent, ihr seid ja heute auch eine ganze Menge gelaufen. Ruht euch erstmal ein bisschen aus, freut euch am Erfolg. Ihr spielt selber Fußball beim FSV? Ja, wir spielen in der C2. Und wie steht es im Moment bei der C2? Läuft gut? Na, die Saison ist noch nicht gestartet. In die vergangene Saison? Da waren wir Platz 4. Platz 4. Verbesserungswürdig, also Richtung Meisterschaft. Danke fürs Gespräch und 4:0 kann sich sehen lassen. Ne? Freude in euren Gesichtern. Also macht's gut. Bei uns steht das Barometer auf heiter. Ob natürlich schöne Augenblicke, Tagträume oder Wohnträume. Wir bieten Ihnen Räume für Träume. Wevo bauen, kleine Miete, ruhiger Schlaf. It's the way back home. Am morgigen Dienstag ist es längere Zeit sonnig. Nur ab und zu ziehen einige harmlose Schönwetterwolken über den Himmel. Bei Werten zwischen 10 und 23 Grad weht ein schwacher Wind aus Ost bis Nordost. Ja, alle Rubriken sind abgearbeitet. Das war sie, unsere heutige Sendung tagaktuell bei Television Zwickau. Morgen um 19 Uhr freue ich mich natürlich wieder auf Sie. Bis dahin, tschüss. Der
Der Kurort Warmbad hat seit der Entdeckung der Heilquelle im 14. Jahrhundert stetig an Bedeutung gewonnen. Vom Wallfahrts- und Badeort im 16. Jahrhundert entwickelte sich Warmbad zum Fürstenbad im 17. Jahrhundert. Der Ort diente während zweier Weltkriege als Genesungsheim und Lazarett. Nach dem Krieg als Bergarbeitersanatorium bis hin in die Gegenwart als staatlich anerkannter Ort mit Heilquellenkurbetrieb sowie Knappschaftsklinik mit Reha-Maßnahmen. Der älteste Kurort Sachsens mit der wärmsten Heilquelle verfügt mit seinen historischen Gebäuden, einem Kurpark, einer Bade- und Saunenlandschaft, Einkaufspassagen sowie gepflegter Gastronomie und Hotellerie über eine patienten- und besucherfreundliche Infrastruktur. In diese Symbiose von erholsamer Natur und professionell angewandter Schulmedizin reiht sich die Privatpraxis für professionell angewandte naturheilkundliche Allgemeinmedizin von Jens Mittelbach in der Hüttenmühlenstraße am Kurparksee nahtlos ein. Naturheilverfahren bieten die einzigartige Möglichkeit, den Menschen in seiner Gesamtheit und in seiner wechselseitigen Bedingtheit, bestehend aus Geist, Körper und Seele, zu sehen und auf dieser Basis zu heilen. Die Besonderheit der Behandlung der einzelnen therapeutischen Verfahren in unserer Praxis ist immer die jeweilige Auswahl der Therapieverfahren für den Patienten, weil jeder Patient einzigartig ist und demzufolge muss auch die Therapie eine einzigartige Therapie sein. Der Mensch wird bei uns behandelt in seiner Kombination aus Geist, Körper und Seele und wir sind bemüht, den Patienten auch auf diese Art und Weise zu behandeln und letzten Endes zu heilen. Die wesentlichsten Krankheitsbilder, die in unserer Praxis behandelt werden, sind Allergieerkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems sowie auch Erkrankungen im Kindesalter und Kinderkrankheiten. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Praxis ist in der Vor- und Nachsorge von Krebserkrankungen bzw. Tumorerkrankungen zu sehen. Neben der Behandlung bereits bestehender Erkrankungen legen wir besonderen Wert auf die Prävention. Für meine Mitarbeiter und mich sind Qualitätssicherung, Bereitschaft zur Selbstkritik und kontinuierliche Weiterbildung selbstverständlich. Nach einem einfühlsamen Patientengespräch, verbunden mit bewährten Diagnoseverfahren, nutzen wir die Möglichkeiten der Naturheilkunde, vor allem pflanzliche und homöopathische Produkte für die Erhaltung und Wiederherstellung ihrer Gesundheit. Es gibt für keinen Patienten eine Standardtherapie. So einzigartig wie jeder Patient ist, so einzigartig wird auch die Therapie für den jeweiligen Patienten ausgewählt. Die nicht-invasive Induktionstherapie eröffnet neue Dimensionen in der Behandlung zahlreicher Leiden und Erkrankungen. Diese zukunftsträchtige Technologie besitzt ein enormes therapeutisches Potenzial durch eine humane, berührungsfreie und gefahrlose Behandlungsform. Zudem können wir mit dem neuartigen Messsystem Global Diagnostic das individuelle Reaktionsmuster des Patienten aufzeichnen. Der bioenergetische Zustand aller Organe, wie zum Beispiel das Herz und Systeme wie die Lymphe, wird sichtbar gemacht. Diese Messungen sind technisch außerordentlich präzise und zuverlässig. Wir setzen Global Diagnostic für viele schulmedizinisch unklare Probleme ein. Ihr Wunsch nach einem eigenen Kind hat sich leider bisher noch nicht erfüllt. Überall sehen Sie Familien mit Kindern und Sie fragen sich, warum sind gerade wir von diesem Glück ausgeschlossen? Zum Thema Kinderwunsch werden wir Sie in einer unserer nächsten Sendungen noch ausführlicher und umfassender informieren. Schon Hippokrates wusste, nicht der Arzt, sondern der Körper heilt die Krankheit. Sollten Sie Fragen haben oder meine Hilfe benötigen, stehe ich und mein Praxisteam Ihnen sehr gerne
im Kurort Warmbad bei Wolkenstein unter der gezeigten Telefonnummer und meiner Praxisadresse sehr gerne zur Verfügung. Television Zwickau.